Damals hatte ich eine Freundin im Fachbereich Psychologie. Sie sagte, in der Soziologie gäbe es einen Typen namens Bong Joon-ho. Ich dachte, Bong Joon-ho? Was für ein einzigartiger Name. Ich werde ihn mir als Bonjour merken. Ich habe seit der Grundschule oder Mittelstufe Filme geliebt und ich wollte Regisseur werden. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, es lag daran, dass ich zu Hause nur Fernsehen geschaut habe. Und meine Familie hat nie was dagegen unternommen. Wir sind nie gereist. Wir haben nie Sport gemacht. Alles, was wir taten, war Fernsehen. Als Kind hatte ich Filme geschaut, die mich schockiert haben, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Wie zum Beispiel Die Fahrraddiebe. Ich hatte als Kind selbst mein Fahrrad verloren, daher war ich sehr ergriffen davon. Damals wusste ich noch nichts über Vittorio De Sica oder den Neorealismus. Daher war es ein erschütterndes Erlebnis. Zum ersten Mal gab es einen Ort, an dem ich so viel über Filme diskutieren und studieren konnte, wie ich wollte. Und an dem ich mir diese Filme immer wieder anschauen konnte. Ich hatte weder Filmwissenschaften studiert noch an einem Filmset gearbeitet. Aber zum ersten Mal konnte ich etwas mit Filmen machen.